Ich bin hierher gekommen, habe niemanden gekannt. Dann bin ich nach von Gießen aus, das war das Aufnahmelager, bin ich nach Rastatt, weil ich gesagt habe, eine Cousine meines Vaters wohnt in Weinheim an der Bergstraße. Wie die heißt, keine Ahnung. Dann haben sie mich nach Rastatt, war ich in Rastatt, und da war eine Sozialarbeiterin, die hat gesagt, ich werde mich darum kümmern, werden mal die Frau da aufsuchen in Weinheim an der Bergstraße, und dann komme ich wieder und dann besprechen wir das Weitere. Sie ist da hingefahren, hat sich das angeguckt, und dann ist sie wiedergekommen am nächsten Tag, und dann haben wir uns darüber unterhalten. Dann hat sie gesagt, wir wollen Sie da wirklich hin. Ich sage, wieso? Das sind zwei alte Damen, die waren nie verheiratet. Und sie sind 24, 25. Sagte, wollen Sie wirklich dahin? Das, ich, meiner Ansicht nach gibt es da Konflikte, hat sie gesagt. Da würde ich nicht davon abraten. Aber die Frau hat mir noch eine Adresse gegeben, hat sie gesagt. Sie haben noch eine Cousine, die wohnt in der Nähe von Düren. Und die werden wir uns jetzt benachrichtigen und fragen, ob sie da aufnimmt, ob die Cousine sie aufnimmt. Naja, dann hat sie das gemacht. Dann nächsten Tag hat sie gesagt, hier haben sie eine Fahrkarte. Jetzt fahren sie nach Düren. Ja, super. Ich alleine los nach Düren. Von Rastatt nach Düren. Ja. Dann kommen da nachts um 11 Uhr an. Kein, nicht damals war das, also, da war nichts mehr auf dem Bahnhof los. Ich bin da ausgestiegen. Zum Glück war ich der Einzige, der da ausgestiegen ist. Ne? Und der Mann von der Cousine, der hat mich dann da abgeholt. Ich kannte ihn nicht, er kannte mich nicht. Ne? Aber ich war der Einzige, der ausgestiegen ist. Also, naja, dann bin ich da erstmal da gelandet. Dann habe ich da meine Aufnahme gemacht in Düren, habe mich da gemeldet, habe da alles so weitere erledigt, meine Papiere gekriegt, und dann habe ich da gearbeitet. Und da war, zu der Zeit war dann, ja, da habe ich da gearbeitet, noch bis April, im März, bis März habe ich da gearbeitet, und in der Zwischenzeit war da Karneval. Dann habe ich da mal Karneval erlebt in Düren. War nicht schlecht. Und von da aus bin ich dann nach Bayern. Da ist ein ehemaliger Häftling auch nach Düren gekommen. Der kannte mich oder hatte von mir mal gehört. Von woanders. Und naja, mit dem bin ich dann los. Hat die gesagt, jetzt müssen wir mal die Bundesrepublik kennenlernen. Jetzt fahren wir erstmal durch die Bundesrepublik. Ja, da sind wir mal nach mit dem Zug nach Norddeutschland gefahren. Dann haben wir da uns mal umgeguckt. Dann sind wir nach Süddeutschland gefahren, in der Nähe von Stuttgart. Und zu guter Letzt waren wir in Oberbayern gelandet. Da sind wir auf dem Arbeitsamt gegangen und haben gefragt, wo man hier arbeiten kann. Und der vom Arbeitsamt hat gesagt, ja, für den jungen Mann, für mich, hätte er eine Stelle. Hätte er von Anfang. Sie kommen aus der Landwirtschaft, ja, da ist ein Gutshof, ein großer, dieser. Da, die brauchen Leute. Ja, gut. Und dann sind wir auseinandergekommen. Ich bin auf den Gutshof und er ist
in der anderen Richtung Berchtesgaden darunter. Ja. Dann habe ich da angefangen auf dem Gutshof. Da habe ich dann einen Mann getroffen, einen jungen Mann, der hatte sein Fremdpraktikum da gemacht. Der war schon Geselle, Landwirtschaftsgeselle, der wollte weiter studieren oder was. Und der hat sein Fremdpraktikum da gemacht. Und der hat mich zu der Landwirtschaft gebracht. Hätte ich nicht machen sollen. Das ist in der Hose hier. Der hat gesagt, du verstehst was von der Landwirtschaft. Und warum machst du das hier nicht weiter? Du hast doch hier die Möglichkeit. Du kannst doch hier weitermachen. Und hat mich bereden lassen und hat gesagt, ja, okay, mache ich weiter. Und dann ist der Verwalter, hat das dann eingefädelt mit dem Besitzer. Der Besitzer war die Tochter vom Witweiden. Die hat das Gut da gehört. Und naja. Dann durfte ich dann in die Landwirtschaft und im Winter musste ich zur Winterschule, nannte sich das in Bayern. Na? Die ging dann von November bis Ende März, Winterschule. Okay, alles gemacht. Und dann war der Verwalter weg. Der Verwalter war der Lehrherr. Der Besitzer war ja kein Lehrherr. Und der Verwalter war weg und ich konnte keine Prüfung machen. So, war das wieder vom Sonst. Ne? Und dann? Und dann bin ich eine Zeitung, geguckt, eine Zeitung. Früher gab es auch die Heim und Welt. Da habe ich eine Zeitung geguckt, da habe ich nach Stellen gesucht. Und da habe ich eine Stelle gefunden. Auf der Insel Wangerooge. Als Hausmeister. Da habe ich gedacht, das machst du. Du machst das jetzt. Machst du Hausmeister. Ich habe eine Bewerbung geschrieben. Das hat doch nicht lange gedauert, habe ich zurückgekriegt. Sie können dann und dann anfangen.